glaube... Nee, da müssen wir die Treppe hier, glaube ich, hoch. Genau. Machen wir das mal. So, und jetzt sind wir hier oben. Wo, genau, ich denke mal, da ist der Jedi. Und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, dass wir seine Erinnerungen so manipulieren, dass der Plan der Sith aufgeht. So, den Weg muss ich jetzt noch langlaufen, dann sollte ich eigentlich da sein. Genau. Ja. Aha. Hallo? Ach so. Ich soll den scannen, den Lord Kestos. Okay, habe ich. Na, die bekommen das ja auch gar nicht mit, wenn ich neben dem mit so einem Holocron stehe und die abscanne. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wenn das wahr wäre, hätten die mir schon längst den Kopf abgesäbelt, die vier Typen. Naja. Schauen wir mal, wo dieser Jedi ist. Das wollte ich jetzt eigentlich als nächstes machen. Ui. Aua. So. Aber hier ist, glaube ich, doch, da oben. Da oben, das könnte das sein. Sprich mit Jedi Krurian Doris. Ja, das ist das. Gehen wir da am besten mal schnell hin. Und schauen mal, was der uns zu sagen hat. Oh ja, das sieht hier auch schon sehr gefängnismäßig aus. Und dann sprechen wir den Kollegen mal an. Es gibt keine Gefühle. Nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit. Nur Wissen. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich nehme an, ihr seid der Jedi, der gefangen genommen wurde. Ich bin Quarian Doris. Ich bin ein Jedi, selbst hier. Sogar auf Korriban. Was kümmert es euch? Warum seid ihr hier? Ich will einen Handel eingehen. Diese Folter ist falsch. Ich will euch erniedrigt sehen. Ich sag einfach mal, diese Folter ist falsch, um ihn hinters Licht zu führen. Niemand sollte so leiden müssen. Ihr meint das ernst? Ein Sith mit einem Gewissen? Ihr seid hier, um mir zu helfen. Warum wiederhole ich mich ständig? Was ist los mit mir? Keine Panik. Die Sith haben das getan. Das ist euer Problem. Die Sith haben das getan. Die Inquisitoren spielen mit eurem Verstand. Sie haben euch mit Drogen vollgepumpt. Das hatte ich vermutet. Es ist schwierig, einen klaren Gedanken zu fassen. Es gibt keine Leidenschaft. Nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich kann mich konzentrieren. Wenn ihr mir bei der Flucht helfen wollt, brauche ich meine Sachen. Mein Lichtschwert, meinen Comlink. Bevor ich gefangen genommen wurde, haben die Sith mich in Tulak Horts Grab verfolgt. Ich habe meine Sachen in einer Urne versteckt, um weniger Ballast tragen zu müssen. Dort müsst ihr hingehen. Okay. Gut, dann holen wir ihm die Sachen am besten. Ich denke mal, das wird sein Lichtschwert sein oder so. Hat er ja, glaube ich, gerade auch gesagt. Dann tun wir das mal. Scheint uns ja zu glauben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, also dass wir da die richtigen Schritte gehen. Wir schaffen es anscheinend, ihn wirklich hinter das Licht zu führen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach wird. So, dann scannen wir nochmal kurz hier jemanden. So, die einmal. Und dann hat die auch direkt eine Mission anscheinend für uns. So, dann lass sie mal ansprechen. Kommt her, mein Kind. Habt ihr vor, die Akademie zu erforschen? Die Welt kennenzulernen, welche die Sith hervorgebracht hat? Ihr solltet hier etwas verweilen. Ich bin Aufseherin Ragate, Hüterin der alten Wege. Ich spüre euer Potenzial. Und ich kann euch helfen, wenn ihr möchtet. Ah, das höre ich von allen Seiten. Jeder in der Akademie scheint mein Potenzial zu spüren. Aber euch fehlt noch eine gewisse Reife. Ihr seid kräftig und eure Macht ist stark. Aber ihr müsst geprüft werden. Und zwar über das hinaus, was eure Meister euch auferlegt haben. Ich führe das Ritual von Blut und Knochen durch. Hinter dieser Tür. An diesem Ritual haben Akolyten schon seit 10.000 Jahren teilgenommen. Ich höre. Klingt amüsant. Ach, so alt seid ihr schon? Naja, unhöflich brauchen wir ja nicht sein. Ich sag mal, klingt amüsant. Ah, Blut und Knochen. Das scheint ja was für mich zu sein. Es gefällt euch? Das freut mich.
In den Kammern jenseits des Tores haust eine Kolonie von Shyrax. Meine Kinder und ihre Brut mit ledernen Flügeln und rasiermesserscharfen Klauen. Sie bewachen einen Berg von Schädeln, einen Altar für die Versager der Akademie. Ihr müsst zu den Knochen gelangen, bevor ihr weitermachen dürft. Und dann, der grausigste Teil gefällt mir am besten. Raus damit. Wir wollen es nicht unnötig spannend machen. Dann werde ich fortfahren. Ihr müsst einen Schädel aus dem Berg mitbringen und ins Vorzimmer zurückkehren. Dort taucht ihr den Schädel in das Blutbecken und kommt dann wieder zu mir. Wenn der Knochen rot gefärbt ist, werde ich ihn mir anschauen und euren Charakter aus den blutroten Flecken lesen. Vielleicht auch einen Ausblick auf eure Zukunft. Ich gebe zu, dass mich das reizt. Das Ritual vollenden heißt den eigenen Tod akzeptieren. Man stiehlt seine eigene Sterblichkeit und ertränkt sie in der Flüssigkeit des Lebens. Das ist der symbolische Zweck. Aber wie alle Sith-Prüfungen ist es auch eine Prüfung der Macht, in der Stärke auf die Probe gestellt und gewährt wird. Ich warte hier auf euch. Wenn ihr sterbt, vergesse ich euch. Na, ist aber traurig, wenn die Alte uns vergisst. Na gut, dann machen wir jetzt erstes die Aufgabe für die alte Schachtel. Da müssen wir, glaube ich, auch hier durch, weil das blinkt hier wieder grün. Oh, ist eine Story-Mission sogar. So, dann kümmern wir uns mal hier ganz schnell um diese Drecksicher. Uiuiui, die sogar ein Level höher sind als ich selbst. Das ist nicht so gut. Oh oh. Das ist eine gute Idee, war. Das ist eine gute Idee, war. Ich hatte ja schon gegen einen einzigen Probleme. Uiuiui. Naja, machen wir mal den hier. So, und weg mit dem. So, und dann wieder Leben generieren. Uiuiui, da sind zwei. Es kann sein, dass die beide auf mich losgehen. Aber den kann ich ja zum Glück betäuben. Und dann kämpfe ich erstmal gegen den hier, während der andere da jetzt gelähmt ist. Oh oh, das hält aber nicht lange. So, den ersten haben wir. Fuck, 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 fuck. Uah. Oh oh, oh oh. Boah, Leute. Das war knapp. Shit, 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 shit. Oh Mann, ich glaube, die Mission ist ein bisschen zu schwer für uns. Puh. Das war äußerst knapp. Oh, was haben wir denn hier? Medipacks, die könnten wir eigentlich auch mal so nehmen. Oh, die sind schlechter als die ich bisher hatte. Und dafür brauche ich mittelschwere Rüstung, habe ich leider nicht. Gut. Kämpfe ich jetzt mal als nächstes gegen den da. Ja, gegen einen kämpfe ich raus. Aber zwei waren dann doch fast zu hart. So, und jetzt muss ich nur einen von denen killen. Oh, auch da oben auf dem Podest sind, glaube ich, gleich wieder zwei. Das klingt echt nicht nach Spaß. So, aber ich glaube, die können wir doch einzeln. Das müsste, glaube ich, gut gehen. Dann grillen wir den auch nochmal. Und dann können wir, glaube ich, den Knochen nehmen. Ich glaube, das ist dieser große aufgetürmte Haufen hier. Ja, das ist er auch. So, diese Mini-Aufgabe haben wir dann auch geschafft. So. Guck ich mal, ob ich die nehmen kann, ohne dass sie angelockt werden. Abgeschlossen. Nimm den Schädel vom Altar des Knochen, tränke den Schädel in das Blutbecken. Okay, dann machen wir das als nächstes. Obwohl die Viecher töte ich, glaube ich, noch. Vielleicht schaffe ich es dadurch, ein Level höher zu kommen. Mehr.
weg mit dem. Oh, ich hab nicht mein Leben regeneriert. Das hab ich vergessen. Oh oh. Geschafft, gut. Dann nochmal jetzt Leben generieren, während das wieder am Abkratzen ist. Hat das Gehirn als Augen? Sieht irgendwie so aus. Eklig. Eklig. So, dann tauchen wir mal diesen Schädel in das Blutbad hier. Ich glaube, damit ist auch das hier gemeint. Oh, mal sehen, was jetzt passiert. Oh oh. Ah. Fuck. Oh oh, das wird ein knappes Battle. Oh, ob ich das gewinnen kann. Oh oh. Das wird jetzt sehr knapp. Fuck, 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 fuck. Nein. Fuck. Ja, okay, da muss ich kurz diese medizinische Sonde rufen. Verflucht. Naja. Dann sage ich jetzt aber erstmal Stopp, Leute. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen trainieren. Also bei der nächsten Folge. Und dann werden wir versuchen, diese Mission zusammen zu meistern. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß, Leute. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.